Ja, heute war es schwer. Wir haben uns hier auf dem Platz ein bisschen schwer getan. Die Mannschaft aus Stuttgart hat uns auch hier vor eine ganz gute Aufgabe gestellt heute. Das heißt, wirklich kaum ins Spiel kommen lassen. Das Spiel war dann auch sehr zerfahren. Keine Mannschaft hat so richtig Zugriff gekriegt. Es war sehr hektisch. Es war eine sehr agile, junge Stuttgarter Mannschaft. Und wir hatten natürlich so ein bisschen das Glück, dass wir dieses frühe Tor gemacht haben. Im Laufe des Spiels konnten wir da nicht das zweite nachlegen, dann wäre es sicherlich vielleicht unserer Seite ein bisschen ruhiger geworden. Insofern war es nach hinten raus dann hektisch, weil Stuttgart alles versucht hat. Dann ist der zweite Treffer am Ende gelungen, insofern war der Sieg klar. Ja, das ist zweimal hintereinander gewonnen, schon wieder ein guter Lauf gestartet, mussten das bestätigen zu Hause. Ja, das ist immer, wenn die anderen spielen, die spielen gegeneinander, Burghausen und nächste Woche die spielen Derby, Bielefeld, Osnabrück. Mussten wir unsere Punkte holen, weil die würden Punkte verlieren, wenn die spielen gegeneinander. Und wir konnten auf unsere gute Leistung und Platz in der Tabelle aufbauen. Für uns war das extrem wichtig. Wir haben auch die Ergebnisse von gestern gesehen und wir wollen uns auch ein bisschen festsetzen. Und deswegen war das heute, denke ich, ein Big Point. Ja, wir wollten ganz schnell das Tor machen, weil hier ist es unangenehm zu spielen mit den Fans im Rücken, mit den Standards. Die sind Standards sehr gefährlich. Und es kam uns gelegen, dass wir so früh getroffen haben, hatten dann noch zwei, drei weitere Chancen in der ersten Halbzeit, haben es versäumt, das 2-0 zu machen. Ich denke, dann wäre der Sack früher zu, hätten wir den Sack früher zugemacht. Aber wir mussten immer zittern, 1-0 ist immer so ein Ergebnis, wo immer man durchrutschen kann oder der Grüttner oder mit seinem Kopfballspiel, wo er unheimlich stark ist, dass man da aufpassen muss. Und aber im Endeffekt haben wir die 3 Punkte geholt. Wie wir sie geholt haben, ist im Endeffekt egal. Ja, wir sind mit Sicherheit verschwenderisch damit umgegangen. Vielleicht ist es natürlich auch eine Sache, wenn man hinten steht, dass man dann, man sagt ja, der vorne steht, hat das nötige Quäntchen Glück, der hinten steht, ist einfach mental nicht ganz so stark, um die Chancen, die man hat, dann auch sehr cool zu nutzen und Tore in Tore umzumünzen. Und das fällt uns momentan so ein bisschen, wir schießen zu wenig Tore. Vergeben zu viele klare Torgelegenheiten und daran müssen wir halt dran arbeiten.